Fliegen. Das ist so schön. Danke, Dennis. Das war schön mit dir. Es ist Zeit, dein Leben für dein Vaterland. Nationaler Widerstand. Wir sind Kim? Deutschlands letzte Bastion. Hey, Kim! Nationaler Widerstand. Kim, mach die scheiß Musik aus! Die Arsch. Boah, Mann, was soll denn das? Was soll denn das? Mann, ich hab dir schon 100-mal gesagt, dass du die Werkstatt aufräumst, wenn keine Aufträge da sind. An deiner Scheißkarre kannst du deine Scheiß-Freizeit schrauben. Ja, ist ja gut. Nein! Gar nichts ist gut. Krieg mal einen Arsch hoch. Oder glaubst du, ich führe dich hier umsonst durch? Ja, Chef. Draußen steht Kundschaft. So ein Assi-Typ mit Motorrad, der braucht eigentlich aufs Maul, so wie er aussieht. Aber wir brauchen seine Scheiß-Kohle. Also bedienst ihn jetzt. Jetzt sofort. Und zwar freundlich. Verstanden? Was? Los! Wem gehört denn dieses krasse Teil hier? Oh, ey, kann man sich nicht einmal in Ruhe die Hände waschen? Ist ja ein richtig fett aufgemotztes Oldtimer-Bike. Eine Konsole, hä? Nice. Mann, was gefälligst draußen, du Arschloch. Die ist deine, oder? Oh, krass. Wer bist denn du? Sieht man gleich. Schickes Motorrad, schicke Mechanikerin. Kim, jetzt bleib doch mal ruhig. Entspann dich. Einfach nur atmen und lächeln. Ja, was denn? Kannst du auch sprechen? Ja, kann ich. Oh, scheiße, Kim, jetzt sag irgendwas. Oh, was Nettes, Kim, komm schon. Ein Kompliment oder sowas. Und jetzt pass mal auf, was ich dir sag. Schwing deinen Arsch aus meiner Werkstatt, du Spacko. Hier ist draußen anstellen. Oh Mann, ich bin nicht so ein Idiot. Oh, toll, Kim, das hast du verkackt. Hey. Schön, dich wiederzusehen. Ich heiße übrigens Dennis. Ja, schön. Ich bin Kim. Wo ist jetzt deine Karre? Du Scheiße! Ja? Wie hast denn das gemacht? Du, ist eine lange Geschichte. Okay, gib mal Kurzversion. Ehrlich? Pass mal auf. Also da war dieses riesen Katzenvieh. Ein wirkliches Monstervieh. Kannst du mir glauben? Mann, Alter, du bist echt ein Typ, ey. Was für eine Scheiße redest. Die ging mir ungefähr bis zur Hüfte, bis hierher. Ich hätte die beinahe nicht erwischt, aber dann... Oh, aber deine Augen... Vollgas gegeben. Ja, dann habe ich gewendet. Bang, und dann habe ich vor der Straße gefliegt. Mega. Dein Mund. Oh, Dennis. Mann, du bist es einfach. Gott, du bist ja krank. Was? Ich bin doch nicht krank, Mann. Komm, jetzt sag mal, kriegst du meine Karre wieder hin? Brauchst auf jeden Fall einen neuen Auspuff. Scheiße, wie sieht denn der Rahmen aus? Okay, eine Woche. Was? Eine Woche? Soll ich so lange latschen oder was? Pass auf, ich ruf dich einfach an, wenn ich fertig bin. Gib mal deine Nummer. Klar, Süße, aber nur, wenn ich auch deine kriege. Stinkt ja bis ins Treppenhaus, der Fraß. Boah, das sind Kartoffeln mit Sauerkraut. Willst du auch was? Nee. Kannst du behalten. Davon muss man furzen. Ich will deinen Anteil für die Miete. Hör gefälligst auf, in dein Handy zu tippen, wenn dein Vater mit dir redet. Entschuldigung. Ich hab dich gefragt, ob du deinen Lohn für diesen Monat endlich hast. Nee, noch nicht. Dann mach mal dem langer Druck und steck nicht wieder alles in deine Dreckskarre. Das ist eine Konsul. Guck, der hier geht so. Hallo, der ist doch scharf. Ich bitte dich. Der hier. Krass. Den finde ich am geilsten. Hey, warte. Der? Lass uns mal zurück. Oh, guck doch mal. Da sind eh nur Assis angemeldet. Oh Mann, Nicole, Mann, müssen wir uns jetzt hier alle angucken? Klar. Was ist denn das eigentlich für eine Seite? Kennst du das nicht? NPB. Nationale Partnerbörse.
Guck mal, der hier. Oh nee, Nicole, ey. Der hat voll das eklige Tattoo. Geht's noch? Steh echt nicht so auf Kettenkreuz über dem Arsch. Och Mann, Kim, es geht doch um den Arsch. Guck mal, der hier, der hat mich auch angetextet. Der ist doch lecker. Hm. Oder? Ey, Nicole, ich habe heute auch einen getroffen. Ach. Ja, in der Werkstatt vom Langer. Mhm. Das ist so ein krasser Typ, ey. Wieso? Wie sieht der aus? Einfach Hammer. Ey, na kommt Ralf, auf den hab ich ja gar keinen Bock. Ach du Kacke. Wie keil die Damen. Ach nee, guck mal, wer da kommt. Hier ein bisschen, hä? Mann, Ralf, was soll denn das jetzt? Was denn? Wir sind hier bei wichtigen Frauengesprächen. Frauengespräche? Was soll das denn sein, hä? Wer von uns Kameraden hier den größten hatte oder was? Aber na gut, darüber können wir gerne reden. Hm? Kim, wie sieht's aus? Was meinst du, wer hat hier den größten? Ja, warte mal, ich muss mal ganz kurz ans Telefon. Ja. Lass er doch. Geil, Dennis. Ja, er hat sich gemeldet.